Es ist Alarmstufe Rot. Das sagt heute auch eine Branche, die bislang kaum beachtet wurde. Dabei lieben wir sie alle, denn es geht um die Musik, es geht um die Unterhaltung, es geht um Kultur. Und alle, die dahinter stehen und dafür arbeiten, dass wir Events und Konzerte normalerweise erleben können. Das ist also ein riesiger Bereich. Es geht da tatsächlich um Millionen Jobs. Und das sind Menschen, die sagen, wir wurden einfach vergessen. Und einige von ihnen sind heute auf die Straße gegangen, stellvertretend für die ganze Branche. Auch viele prominente Gesichter waren dabei. Ist es 5 vor 12? Ist es vielleicht schon 12 oder gar 5 nach 12? Diese Frage stellt sich oft in diesen Tagen. Bei dieser Demo geht es nicht um die symbolische Uhrzeit. Die Kultur- und Unterhaltungsbranche drückt es anders aus. Alarmstufe Rot heißt hier, es besteht allergrößte Gefahr. Die Veranstaltungswirtschaft hat seit 8 Monaten keine Einnahmen. Seit 8 Monaten gibt es noch wieder Lockerungen, dann wird es wieder Lockdown gemacht, dann wieder Lockerungen. Wir sind seit 8 Monaten im Lockdown. Und wenn andere Branchen von Umsatzeinbußen sprechen, wir haben seit 8 Monaten keine Einnahmen, da hat der Stecker gezogen, das war's. Und das sind halt kleine Solo-Selbstständige, das sind die großen Unternehmen. Es gibt 1,5 Millionen Menschen in dieser Branche. Eine ganze Branche wird symbolisch zu Grabe getragen. Comedian Thomas Hermanns ist dabei, Ute Freudenberg, Bernhard Brink und noch viele mehr. Die meisten der 1,5 Millionen Menschen, die in dieser Branche arbeiten, sind allerdings keine Stars, bei denen die Einnahme nur so sprudelnd und immer Geld auf dem Konto ist. Die meisten arbeiten mit den Stars und für die Stars, hinter den Kulissen. Bei Konzerten, Auftritten, Aufführungen, überall, wo irgendetwas dargeboten wird. Mir liegt am Herzen, dass junge Leute nicht auf die Bühne kommen, kein Geld verdienen und langsam verhungern. So sieht die Situation hier aus. Ist ja sehr ernst. Wir haben ja alles gehabt und wir hatten bessere Zeiten. Und mir tun eben die jungen Leute so leid, die jetzt anfangen. Oder auch alles, diese ganze, alles was dranhängt. Die Techniker, die Roadies, das geht bis in die kleinen Theater, bis zur Maskenbildnerin, bis zur Kostümbildnerin. An die Leute denkt man eigentlich überhaupt nicht. In erster Linie sind wir eigentlich hier für unsere Kollegen, die Technik-Crew. Denn die haben wirklich jeden Tag neu zu kämpfen. Also die haben das Problem, dass diese ganze Firma, die seit Jahren, seit über 30 Jahren arbeiten die für uns, die haben nie was falsch gemacht und plötzlich stehen sie vor einer Insolvenz und unverschuldet. Und das ist etwas, was uns sehr beschäftigt. Wenn Schlagersängerin Geraldine Olivier im Rampenlicht strahlt, dann haben viele Menschen ihren Beitrag geleistet, damit alles gut aussieht und funktioniert. Zuletzt hörte Geraldine Olivier aber immer wieder von befreundeten Kollegen, die von erdrückenden Sorgen um die Existenz geplagt werden. Nun möchte sie ihren Beitrag leisten. Sie organisierte Mitstreiter und demonstriert zum ersten Mal in ihrem Leben gleich voll im Rampenlicht. Deswegen habe ich gedacht, so, jetzt muss ich etwas machen. Ich rufe Alarmstufe Rot und frage, was ich machen kann. Und sie waren mir sehr dankbar, dass ich angerufen habe, denn sie sagten mir auch, ich bin die erste Schlagersängerin überhaupt, die angerufen hat. Und der erste, den ich angerufen habe, ist Bernhard. Es geht darum, dass Leute ums nackte Überleben kämpfen, keine Einnahmen mehr haben, auf Null gestellt sind und dass die Geld bekommen. Das muss ganz dringend passieren. Wie es in der Gastronomie und überall der Fall ist und gerade bei großen Unternehmen und so weiter. Du siehst ja, Lufthansa kriegt Geld ohne Ende. Was machen sie? Entlassen gleich mal 20.000, 30.000 Leute. Das ist jetzt so eine Sache, wo ich sage, ich krieg's kotzen. Ich kann nichts weiter tun, als alle anderen, die hier mitmachen, versuchen, die Politik wachzurütteln, dass sie beginnen, den Menschen direkt zu helfen. Vor allem für die Soloselbstständigen. Dass die nicht irrsinnige Wege laufen müssen, bis sie irgendwann mal Hartz IV kriegen, sondern dass man ihnen direkt hilft. Darum geht's mir. Campino von den Toten Hosen, ein Punkrocker neben Schlagerstars, Theaterleuten und Orchestermusikern. Und alle eint die Angst um ihre zahllosen Mitarbeiter, Helfer, Kollegen. Der Jazztrompeter Till Brönner meldet sich vielbeachtet im Internet. Und damit hier kein Missverständnis aufkommt, wir alle wollen uns schützen und geschützt werden vor diesem verdammten Virus. Aber wenn ein gesamter Berufszweig per Gesetz gezwungen wird, seine Arbeit zum Schutze der Allgemeinheit ruhen zu lassen, dann muss doch die Allgemeinheit auch dafür sorgen, dass diese Menschen nach Corona noch da sind. Oder was habe ich übersehen? Nichts hast du übersehen, würden die Demonstrierenden wohl antworten. Diesen Vorwurf würden sie eher Politikern machen. Und von denen fordern sie nach Monaten der Krise mehr Aufmerksamkeit und vor allem Unterstützung.